Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Whispered World in der Special Edition. Und wir schauen uns nochmal weiter um, was wir denn jetzt eventuell hier machen können. Viel Möglichkeiten sehe ich gerade eigentlich nicht mehr. Vielleicht zeigen wir dem Opa mal das gruselige Monster, was wir da gebastelt haben. Vielleicht geht das ja. Was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Ein furchteinflößendes Monster, denke ich. Ha, das soll ein Monster sein? Früher hatten wir noch richtige Monster mit zwei Köpfen und messerscharfen Zähnen. Wir konnten dir mit einem einzigen Blick die Schuhsohlen in Brand stecken. Da war die Welt noch in Ordnung, nicht wahr? Ach ja. Na gut, Ben wird es wahrscheinlich eher weniger interessieren. Ich hab da was für dich. Hä? Ein Askel! Okay. Nimm ihn weg! Kann man mit ihm reden? Sehr witzig. Fand ich auch. Haha, jetzt haben wir einen Ball. Und damit können wir nichts tun. Können wir das nochmal machen? Kriegen wir dann noch einen Ball? Ich hab da was für dich. Hä? Ein Askel! Okay. Nimm ihn weg! Sehr witzig. Fand ich auch. Gut, wir haben einen Ball. Können wir den vielleicht über das Netz schmeißen oder so? Ball. Ich kann mich irren, aber... Okay. Nein. Okay, an der Maske, an der Statue will ich nichts mehr verändern. Ich bin überfordert. Jonglieren zu üben steht nicht auf meiner To-Do-Liste. Ben hat es schon vor langer Zeit aufgegeben, mir das beizubringen. Den sollte ich lieber nicht, den brauche ich noch. Okay. Der Kompass zeigt nach, wo Jonglieren per Gesetz nicht nötig. Meine Situation ist auch so schon... Verschachtelt. Dies ist kein Korkenland. Selbst mit einem Kescher könnte ich noch immer keinen Ball fangen. Ach ja, armer Sedwick. Okay, da haben wir also damit auch keine Möglichkeiten. In den Ruinen wahrscheinlich auch eher weniger. Außer wir könnten irgendwas an der Statue damit machen. Diese Statue steht hier wahrscheinlich schon seit mehreren hundert Jahren. Unberührt, unerschütterlich, unverändert. Und das soll auch so bleiben. Okay, er will also auch per se nichts daran machen. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Na gut, dann halt nicht. Ach so, Spot, mein Guter. Kannst du vielleicht mit dem Busch was machen? Hey Spot, kannst du dich da für mich hindurchzwängen? Was kannst du überhaupt? Ich kann denn nicht, okay? Hey Spot, kannst du dich da für mich hindurchzwängen? Was kannst du überhaupt? Okay, das will er nicht. Das wäre ja auch zu einfach. Auch wenn mir langsam so aber sicher die Ideen ausgehen, wo wir jetzt hier was noch machen können. Der Ball vielleicht mit dem Baum. Das hilft mir auch nicht, da hochzukommen. Das hilft mir auch. Nein, das Loch. Okay. Wir haben aber immer noch nicht mehr, ne, im Gegenteil, wir haben weniger Möglichkeiten. Wer ist denn mit dem Ball mit ihm? Wenn ich ihm Bens Balltrick zeige, wird er mich nicht mehr so herablassend behandeln. Siehst du diesen Ball hier? Ich kann jetzt nicht mit dir spielen, kleiner Freund. Ich habe eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Diese Demütigung habe ich mir selbst zuzuschreiben. Den Ball vielleicht dort rüber. Ich kann nicht gut werfen und so weit schon gar nicht. Spot, vielleicht möchtest du ja dorthin. Wenn Spot doch bloß fliegen könnte. Ja, kann er gerade, glaube ich, so nicht, ne? Wenn Spot doch bloß... Ne, ich glaube, das gibt nix. Ja, jetzt gehen mir langsam die Ideen aus. Also werden wir einfach nochmal jetzt
schauen, dass wir vielleicht... Moos, das haben wir noch gar nicht gesehen. Mit bloßen Händen bekomme ich das Moos niemals ab. Mit der Geräte vielleicht. Damit kann ich hier nichts ausrichten. Wenn ich die Wohnwagen entmoose, benutze ich immer ein feuchtes Tuch. Ein feuchtes Tuch. Wir haben noch ein Taschentuch. Ja, das könnte klappen. Nanu, was haben wir denn da? Ein Loch. Hier fehlt offenbar etwas Bestimmtes. Eine Art Schlüssel? Wie wär's denn mit dem Ball? Das passt hier nicht. Hier fehlt offenbar etwas Bestimmtes. Eine Art Schlüssel? Wie wär's denn mit der Gräte? Das passt hier nicht. Hier fehlt eine Art Schlüssel. Wie oft willst du es noch sagen? Eine Art Schlüssel? Na. Der Kescher vielleicht? Diese Statue steht hier wahrscheinlich schon unberührt. Nein, ich wollte das... Diese Statue unberührt und das... Ein Wappen. Da haben wir ein Wappen. Das ist das Wappen des Königs. Ah. Das kann ich nicht mitnehmen. Es ist in den Stein gemeißelt. Spot, mein Kollege. Wie wär's denn mit Sieh dem mal, Loch? Spot, was ich hier gefunden habe. Hey, Spot, hier spielt die Musik. Als Kugel vielleicht. Sieh mal, Spot, was ich hier gefunden habe. Hey, Spot. Okay, er interessiert sich dafür offenbar nicht. Hier fehlt offenbar etwa eine Art Schlüssel. Ja, ist ja gut. Ich habe das Bedürfnis, ihm ebenfalls die Zunge rauszustrecken, aber das wäre unter meiner Würde. Ach so. Was haben wir denn? Nein, Moment. Was haben wir denn? Was haben wir denn da? Mist, warum kann ich nur nicht pfeifen? Okay. Na gut, da fehlt auf jeden Fall was. Königliches Wappen. Ich glaube, da kann uns Bobby dann wahrscheinlich auch nicht mehr zu erzählen, schätze ich mal. Aber wir sprechen mal mit ihm. Sedgwick, psst, hast du das auch eben gesehen? Was? Ich glaube, es sind die Askil. Sie haben mich gefunden. Ach, so ein Unsinn. Du bist wirklich der größte Feigling, der mir je untergekommen ist. Aber sie sind hier. Ich bin mir ganz sicher, ich muss fort, so schnell wie möglich. Wenn die Askil den Flüsterstein in die Hände bekommen, ist alles verloren. Warte noch. Ich habe in Ruinen etwas entdeckt. Yay, wir kommen weiter. Ich habe in den Ruinen etwas entdeckt, eine Art Mechanismus. Einen Mechanismus? Den muss ich übersehen haben. Da war auch eine Fassung für einen Stein. Eine Fassung, sagst du? War ein königliches Wappen daneben? Ja, woher weißt du das? Donnerlittchen, Sedgwick, das muss die geheime Passage zu Shanas Hütte sein. Nun, leider ist sie versperrt. Mag sein, aber wir haben den Schlüssel. Solche Wappenschlösser gab es früher im ganzen Königreich. Ich bin mir sicher, dass der Flüsterstein dort passt. Der Flüsterstein? Na dann, worauf warten wir noch? Okay, das heißt... Nein, warte! Jetzt hätte ich vor lauter Aufregung doch beinahe die Askil vergessen. Sie dürfen mich auf keinen Fall finden. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Doch, ich bleib lieber hier. Dann gib mir wenigstens den Stein. Ich könnte hier allein mit Shana reden. Was? Unmöglich. Ich kann dir doch den Flüsterstein nicht geben. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. Was, wenn du einen Fehler machst? Dann komm halt mit. Wenn du mir den Flüsterstein nicht gibst, finden wir Shana nie. Vielleicht passt der Flüsterstein ja auch eben gar nicht, oder? Dann eben nicht. Dann komm halt mit. Nein, ich hab's dir doch schon gesagt. Die Askil sind in der Nähe. Eigentlich sollte ich gar nicht mehr hier sein. Ja. Wenn du mir den Flüsterstein nicht gibst, finden wir Shana nie. Du kannst den Flüsterstein nicht bekommen. Der Stein wurde mir persönlich anvertraut. Ich habe versprochen, ihn nicht weiterzugeben. Aber du hast mir auch versprochen, dass wir zu Shana gehen. Aber du hast mir auch versprochen, dass wir zu Shana gehen. Das stimmt zwar, aber... Dann gib mir den Stein. Wir sind doch quasi ein Team. Oder habe ich dir etwa nicht geholfen? Naja, schon. Außerdem habe ich diese Vision. Ich bin mir sicher, dass sie etwas zu bedeuten haben. Das kann doch alles kein Zufall sein. Komm schon, gib mir den Stein und ich finde Shana. So schnell werden dich die Askel hier sicher nicht finden. Ach, das ist ein Fehler. Aber nun gut, ich werde dir den Flüsterstein anvertrauen. Danke, du wirst es nicht bereuen. Bitte beeil dich, Sedgwick, und hüte den Stein wie deinen Augapfel. Wenn ihm etwas passiert, sind wir alle geliefert. Okay, damit können wir wieder in die Ruinen. Oh.
und setzen den Flüsterstein in das Loch. Ha, wusste ich doch, er passt. Hey, was ist das? Ein Erdbeben? Oh. Nein, aus! Nicht Spot! Spot! Was hast du nur getan? Oje, oje, das sollte ich lieber Bobby beichten. Hm? Was war das? Da kommen wir mit immer bloßen Händen bekommen. Aber ich sollte diese Idee für den Fall, dass ich mich irgendwann von Gift... Ja, alles klar. Okay, dann gehen wir mal zu Bobby. Komisches Geräusch. Oh. Bobby? Bobby! Nanu, was ist denn hier passiert? Es sieht aus, als hätte ein Kampf stattgefunden. Die Askil haben Bobby erwischt. Oje, das ist alles meine Schuld. Okay, da haben wir ein Messer. Das nehmen wir mit. Da haben wir Bomben. Und das war's dann erstmal. Mit dem Messer dürften wir doch eigentlich jetzt das Gestrüpp hier wegkriegen, oder? Versuchen wir mal. Na dann mal los. Ha, wusste ich es doch. Hier hinten führt ein zugewachsener Weg tiefer ins Tal. Shana, ich komme. Ja, das sind wir dem guten Bobby auch schuldig. Gott hab ihn selig. Oh. Komm schon, Spot, nicht trödeln. Schön gemacht, auf jeden Fall. Steinbrüder. Hey, wen haben wir denn da? Was? Wo denn? Ich sehe nichts. Da ist ein Typ im Clownskostüm. Nimm mich nicht schon wieder auf den Arm. Du weißt doch, dass ich mich nicht umdrehen kann. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Wir sind Steine. Ach, ist das so? Ja, ich bin Ralf und das da hinten ist Ingo. Er ist mein Halbbruder. Hey, ich bin nicht dein Halbbruder. Ich bin dein Bruder. Ja, aber wir sind zu zweit. Und Bruder geteilt durch zwei, das ergibt Halbbruder. Bist du dir das sicher? Na klar, aber ich kann gerne noch mal auf meinem Rechenschieber nachsehen. Oh, das wäre super. Yep, Halbbrüder, wobei ich mehr Hirn abbekommen habe und du mehr Stein. Und das sagt dir alles der Rechenschieber? Ja, hier steht's. Mann, ich würde auch gerne mal da drauf gucken. So ein Ärger, dass ich mich nicht umdrehen kann. Was treibt man als Stein so den ganzen Tag? Was treibt man als Stein denn so den ganzen Tag? Was denkst du denn, was wir tun? Wir tun das, was die meisten Steine so machen. Genau. Wir liegen rum und genießen unser schlichtes Dasein. Das in Ingos Fall besonders schlicht ist. Das klingt fast so langweilig, wie im Zirkus zu arbeiten. Wieso denn langweilig? Wir liegen hier rum, genießen die Sonne und trüben kein Wässerchen. Und wir haben auch keinen geheimen Plan. Welt zu unterjochen oder ähnliches. Ingo! Was denn? Es reicht mir langsam mit dir. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Nichts, aber auch gar nichts kannst du für dich behalten. Ich habe doch gar nichts gesagt. Ich habe doch gar nichts gesagt. Es kommt mir wieder vor. Woher sollte ich denn wissen, dass da eine Prinzessin im Käfig sitzt? Mann, ich habe langsam echt genug von deinen Ausreden. Aber du weißt doch genau, dass wir für unseren Plan noch einen Verbündeten brauchen. Eine mit Beinen. Aber doch nicht so ein Grünschnabel. Die Welt unterjochen? Das klingt nach einer Schnapsidee. Die Welt unterjochen? Das klingt nach einer Schnapsidee. Eine Schnapsidee? Und wie nennst du dann deine Entscheidung, heute Morgen diese Mütze aufzusetzen? Eigentlich schlafe ich immer in meinem Kostüm. Du bist schon wirklich seltsam, sagte der sprechende Stein. Und wie wollt ihr die Welt regieren? Und wie wollt ihr die Welt regieren? Na, wie wohl? Mit steinerner Faust. Genau.
Und nur zur Information, ich bin kein Grünschnabel. Und nur zur Information, ich bin kein Grünschnabel. Siehst du? Er ist kein Grünschnabel. Und ob er einer ist, einer mit einem besonders grünen Schnabel. Für dich sind alle Beinwesen immer gleich Grünschnäbel. Hey Ingo, was ist denn das da vorne? Wo? Wo? Es scheint meine saftige Wiese zu sein oder ein großer Laubfrosch. Ich kann es nicht genau sehen. Es leuchtet so grün. Was ist es? Sag's schon. Hey, Moment. Jetzt kann ich es doch erkennen. Ja, genau. Es ist sein Schnabel. Habt ihr es bald? Ich wollte mich eigentlich noch von anderen Dingen beleidigen lassen. Eine Wurzel, einen Blätterhaufen. Oh, du willst wohl widersprechen? Hm? Du wirst wohl nicht gern für einen Grünschnabel gehalten. Oh ja, ihr habt mich durchschaut. Es ist mir nämlich ausgesprochen wichtig, was zwei Steine am Wegesrand von mir denken. Du könntest uns ja das Gegenteil beweisen. Würde mich sehr wundern, wenn er es schafft. Wir sollten ihm wenigstens eine Chance geben, Ralf. Na gut. Dann stelle ich ihm die Fragen, auch wenn ich mir sicher bin, dass er sich nur blamieren wird. Wir werden sehen. Und ob wir das werden. Ha, bestimmt denkt er sogar, dass Shana ein mystisches Schlangenwesen ist. Aber Ralf, Shana ist doch ein mystisches Schlangenwesen. Unsinn. Shana ist natürlich ein Vogel. Du irrst dich. Möglich. Mich würde aber interessieren, was unser Grünschnabel denkt. Also, wer ist Shana? Shana ist ein mystisches Schlangenwesen. Shana ist ein mystisches Schlangenwesen. Denkst du das also? Interessant. Stell ihm die zweite Frage. Ja, da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Wie viele Augen haben mehr Augen? Das ist leicht. Es sind natürlich 9. Du bist ein Trottel, Ingo. Mehr Augen haben natürlich nicht 9, sondern 11 Augen. Die Antwort ist 9. Ich bleibe dabei. Nein, es sind 11. Unser grünschnabeliger Freund wird das auch gleich bestätigen. Also, wie viele Augen hat ein Meerauge? Ich würde ja sagen 9. 9. Das ist deine Antwort? Du hast ihn doch gehört. Stell ihm die dritte Frage. Schon gut, drängel nicht so. Die Frage lautet, wo wohnt Kalida? Ich weiß es, ich weiß es. Sie wohnt in der Mitte des Sees. Quatsch. Kalida wohnt in einer Höhle. Meinst du? Was ich meine, ist irrelevant. Der Clown soll die Frage beantworten. Also, wo wohnt Kalida? Ich würde sagen, in der Mitte des Sees. In der Mitte des Sees. Ha, du bist ja doch ein Grünschnabel. Ich wusste es immer. Okay. Zurück zu eurem... Du hast doch niemandem davon erzählt, oder? Ich habe geschwiegen wie ein Stein. Ich warne dich, Grünschnabel. Mach dich nicht über uns lustig, oder du wirst unseren Zorn zu spüren bekommen. Was wollt ihr machen? Mich zu Tode rollen? Lasst uns nicht streiten. Wir müssen uns auf den Plan konzentrieren. Und nur zur Information, ich bin kein Grünschnabel. Und nur zur Information, ich bin kein... Wir werden sehen. Und ob wir das... Bestimmt denkt er sogar, dass Shana ein mystisches Schlangenwesen ist. Aber Ralf, Shana okay. ist doch ein mystisches Schlangenwesen. Unsinn. Shana ist natürlich ein Vogel. Du irrst dich. Möglich. Mich würde aber interessieren, was unser... Also, okay, ich skipp das mal und wir geben ihm einfach mal die Antworten, wie er sie immer sagt. Shana... Denkst du das also? Interessant. Stell ihm die... Ja, wie das? Du bist mehr... Okay, er sagt nein, elf. Unser... Also... 11. Das ist dein... Du hast stell... Schon gut. Die Frage... Ich was sie wohnt. Quatsch. Mein... Was ich... Der Klau... Also Höhle. In einer... Ha! Du bist ja doch ein... Ich wohne... Zurück... Versuchen's nochmal. Und nur... Und... Unsinn. Unmöglich. Also... So, Shana ist ein Schlangenwesen. Denkst du den Tür... Stell... Ja. Wie... Das ist... Du bist mehr... Die an... Nein. Unser... Also... 9? 9. Das du stellst schon die Frage. Ich weiß sie wo. Quatsch. Meinst du, ja, Clowns wir also. Skippen, wie gesagt, und Kalida wohnt in einer Höhle. Ha, du bist ja doch. Ich wusste. Okay, keine Ahnung. Soll ich euch mal woanders hintragen? Soll ich euch mal woanders hintragen? Untersteh dich. Wir lassen uns nicht herumschubsen. Von niemandem. Also, ich hätte nichts dagegen, ein wenig gedreht zu werden. Ich gucke die ganze Zeit auf diesen Felsen dort drüben. Hast du überhaupt keine Würde? Wir sind Steine. Wir brauchen keine Hilfe. Aber Ralf, der Felsen sieht aus wie das Hinterteil einer Kuh. Außerdem liege ich schon seit Jahren auf einem Spitzenstock. Ich mag aus Stein sein, aber ich habe trotzdem Gefühle. Wir lassen uns nicht rumtragen. Und dabei bleibt es. Wisst ihr, wo ich Shana finde? Shana? Die wohnt in dieser Hütte da hinten. Du, Ralf? Mann, wird die sich freuen. Du, Ralf? Ich glaube... Sie hatte schon seit Jahren keinen Besuch mehr. Stopp mal. Welche Hütte denn? Da steht nur eine Tür. Was? So ein Unsinn. Nein, Ralf. Er hat recht. Shanas Hütte ist eine Ruine.
Schon seit langem. Aber wie konnte das passieren? Erinnerst du dich an diesen schweren Sturm vor 8 Jahren, 3 Monaten und 25 Tagen? Natürlich, ich bin ein Stein. Ich vergesse nie etwas. Tja, dann erinnerst du dich sicher auch noch an das Erdbeben am nächsten Tag. Und ob? Das war der Tag, an dem meine Termitenfarm kaputt gegangen ist. Verfluchte Erosion. Dann ist das Haus also einem Erdbeben zum Opfer gefallen? Nein, den Termiten. War klar. Heißt das, Shana wohnt hier nicht mehr? Nein, nein. Sie wohnt noch hier. Tut sie das? Ja. In der Hütte? Ja. Von der nur noch die Tür steht? Jetzt hast du's. Oh Mann, ich bekomme schon wieder diese Kopfschmerzen. Okay, bis später. Du weißt ja, wo du uns findest. Wir sind Steine. Wir laufen schon nicht weg. Okay, dann würde ich sagen, im nächsten Part schauen wir dann mal, wo wir Shana genau finden. Und ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei The Whispered World. Bis dahin, tschüss.